Bude, unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 26. April. Fahrkartenautomaten in Darmstadt werden abgebaut. Mehr Fahrraddiebstähle in Südhessen und die beiden größten Krankenhäuser Darmstadts wollen kooperieren. Das und mehr heute im Podcast. Heyak Mobilo will mehr als die Hälfte der Fahrkartenautomaten in Darmstadt abbauen. Das hat das Mobilitätsunternehmen im Dezember 2023 vorgestellt. Bis Mitte des Jahres sollen 60 der 111 Automaten verschwinden. Hayak Mobilo begründet das mit dem Trend zu mehr digitalen Bezahlvorgängen und den hohen Kosten für Wartung und Betrieb der Automaten. Kritik kommt von den Älteren. Die Senioren des Deutschen Gewerkschaftsbunds sehen den Abbau als deutliche Verschlechterung. Nicht jeder von ihnen besitzt ein Smartphone oder weiß, wie sie damit ein Ticket kaufen. Schon seit 2014 können keine Fahrkarten mehr in der Straßenbahn gekauft werden. Der Gewerkschaftsbund fordert den Stopp der Abbaumaßnahmen. Weiter geht es nach Südhessen. Dort nehmen die Fahrraddiebstähle zu. Im Großumstädter Ortsteil Heubach sind in einer Nacht gleich mehrere Pedelecs gestohlen worden. Die Diebe haben es nach der Polizei Darmstadt-Dieburg hochwertige Fahrräder abgesehen. Sie sind besonders in kleinen Ortschaften und Neubaugebieten unterwegs. Ein E-E-Bike kostet zumeist zwischen 3000 und 5000 Euro. Da lohnt sich eine nächtliche Diebestour für die Täter. Zur Ortung des gestohlenen E-Bikes gibt es die Möglichkeit, ein elektronisches Schloss mit Tracking-Funktion anzubringen. Bei dem Kauf von gebrauchten Fahrrädern gilt Vorsicht. Ein Check, ob es gestohlen worden ist, kann hilfreich sein. Zurück nach Darmstadt. Der Pharma- und Chemiekonzern Merck investiert mehr als 300 Millionen Euro in ein neues Forschungszentrum an seinem Hauptsitz in Darmstadt. Bei der Grundsteinlegung am Donnerstag sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einem Bekenntnis zu Deutschland als starkem Pharma-, Industrie- und Forschungsstandort. Die Eröffnung des Zentrums ist in drei Jahren geplant. Der Kanzler sicherte der Pharmabranche in Deutschland weiter Unterstützung zu. Ab Anfang 2027 soll das Forschungszentrum auf rund 18.000 Quadratmetern Platz für rund 550 Beschäftigte bieten. Der Neubau ist Teil eines Investitionsprogramms von Merck, das rund 1,5 Milliarden Euro für den Standort Darmstadt bis 2025 umfasst. Die Investition ermögliche Fortschritt, der Millionen von Patienten in aller Welt zugute komme sagte Merck-Vorstandschefin Belén Garijo. Im Advanced Research Center will das Unternehmen etwa an Lösungen zur Herstellung von Antikörpern, MRNA-Anwendungen und an weiteren Produkten für die biotechnologische Herstellung forschen. Wir bleiben bei Olaf Scholz. Während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sind die Sicherheitsbehörden in höchster Alarmbereitschaft. Besonders vorbereitet wird sich auf die Abwehr möglicher Drohnenangriffe auf Stadien und Fernzonen. Daher informierte sich Bundeskanzler Olaf Scholz beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden über die Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Drohnenabwehr. Sicherheit hat höchste Priorität, betonte der Bundeskanzler nach einer Drohnendemonstration. Wichtiges Ziel bei der Drohnenabwehr ist die Störung der Funkverbindung zwischen Fernsteuerung und Drohne, ohne dabei jedoch Unbeteiligte zu gefährden. Während seines Besuchs beim BKA ließ sich Scholz auch über Cybercrime und die Arbeit gegen Hass und Hetze im Internet informieren. Und wieder zurück nach Darmstadt. Die beiden größten Krankenhäuser der Stadt, das Klinikum Darmstadt und das Elisabethenstift, prüfen die Gründung einer gemeinsamen Holding. Von Fusion ist ausdrücklich nicht die Rede. Gründe für die gemeinsame Holding sind die geplante Krankenhausreform sowie die finanziell angespannte Lage. Die Beteiligten sehen in dem Projekt einen großen Vorbildcharakter. Sie erhoffen sich unter anderem auch eine Attraktivitätssteigerung angesichts des Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung ein wichtiger Faktor. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an vm.de.